Oh, Junge. Ist wieder mein Testzeit. Ja, man kann. Meine Güte, da hinten im tiefsten Nebel. Da. Ah. Aber hier vorne, da fehlt was. Aber da hinten, da im tiefsten Nebel, kann man gucken. Ja, es ist wieder mein Testzeit. So wie sie das gehört. Nach dem Homeoffice. Uhrzeit heute Morgen 6 Uhr. Naja, 6.30 Uhr. Na, sagen wir ehrlich, 6.30 Uhr. Läuft aber. Alles gut. Ja, das Schaf ist immer noch so dunkel. Entweder ist es ein graues Schaf oder irgendwas funktioniert nicht und irgendwas mit dem Licht ist nicht in Ordnung. Gut, wie dem auch sei. Schaf ist scharf. So, dann, ich habe ja mehrfach angekündigt, dass wir hier an den Schädern ein bisschen rumspielen und das Wasser mal wieder auf eine normale Höhe bringen. Habe ich Frames? Ich habe Frames. Was auch immer. Ja, das Wasser ist jetzt wieder auf einer normalen Höhe. Funktioniert leider nicht per Mod, sondern eben tatsächlich per manuellem Bearbeiten des Shaders. Das heißt, beim nächsten Update ist das natürlich wieder hinfällig, aber ja, es ist schöner so und ich stelle es dann halt einfach einmal wieder um und dann passt das dann schon. So, weiter geht's. Wir waren hier hinten irgendwo stehen geblieben. Wir wollten ja ein bisschen was bauen. Ich sträube mich ja so ein bisschen davor, ne? Das ist so viel. Außerdem haben wir die ganzen Geräte noch gar nicht. Wir brauchen ja auch einen Grinder, wir brauchen einen Ofen speziellen, wir brauchen ganz viele verschiedene Sachen und die haben wir alle nicht. Das heißt, wir müssen die erstmal alle bauen, bevor wir dann uns an die Arbeit machen können, um die Solararrays zu bauen. Und das wird sich noch ja, mehrere Aufnahmesessions hinziehen, das sage ich jetzt schon. Mal gucken, wie weit wir uns heute darum drücken können. Gibt ja noch so viel zu tun, was man machen kann. Ne? Wir können ja schon mal hier den jetzt vorbereiten. Da hinten, da, hier und da und da und da oben, da muss auch noch und da hinten muss noch. Da hinten, da muss auch noch. Da kann man hinlaufen, da kann man mal gucken, was da ist. Ne? Nein, also, keine Ahnung. Ich dachte mir, es wäre mal wieder fair aufzunehmen. Das heißt, ich nehme einfach mal wieder ein bisschen auf. Ohne Ziel, ohne Sinn, ohne Verstand. Also eigentlich wie immer. Ist für mich jetzt schon eine Weile her, dass ich aufgenommen habe. Für euch fehlt die letzte Woche, für mich fehlt der letzte Monat. was haben wir denn überhaupt alles gemacht? Guck mal, wir haben hier die... Genau, da gehen die Kabel runter. Ja, hier der Gefängnisturm. Ja, genau, und hier, da oben. Genau, auf der Höhe, da werden dann ja die Solarzellen oben drin und dann laufen die Kabel halt hier einmal irgendwie zickzack runter und hier unten und bis nach unten durch. Gut, das war das eine, was wir gemacht haben. Dann haben wir ja eigentlich nichts weiter gemacht, ne? Wir haben nur den Turm gebaut letztes Mal irgendwie in der Aufnahmesession. Das heißt, wir können dieses Mal eventuell ein bisschen was anderes machen. Aber erstmal gehen wir mal schauen. So ein bisschen Ruckler, habe ich das Gefühl. ...60 FPS... Naja. Man gewöhnt sich an alles. Hoffentlich sieht man es in der Aufnahme nicht allzu sehr. Ich guck mal ganz kurz nach. Da vielleicht mal wieder irgendein Prozess am Amok laufen ist. Seht ihr jetzt natürlich nichts von. Was kann man denn hier mal abschießen? Das kann man nicht, das kann man nicht. Läuft da irgendwo ein Chrome eventuell noch? Ne, Mindtests. OBS. Sonst läuft da nichts weiter an großen Prozessen. Naja, gut. Wir nehmen das mal so hin. So. Dann haben wir ja hier unser tolles... Ja, lässt sich nicht anders machen. Die geht halt nochmal auf und zu. Ist auch nicht weiter schlimm.
Genau, unser schönes Lager, was noch nicht konfiguriert ist. Das ist ja nur das kleine Lager. Wir wollen dann ja irgendwann... Na komm, nochmal ein großes Lager. Irgendwie auffüllen hier unten. Vorbereitet haben wir es ja schon. Relativ dunkel, oder? Na. Gut, wir müssen von hier hinten statt einer Fackel jeweils, da kommen ja noch die Meselampen drin, da sollte das ein bisschen heller sein. Hier ist noch nicht fertig. Hier können wir uns mit drücken, würde ich sagen. Na, wir müssen hier auch noch irgendwie einmal rum. Das heißt, wir gucken mal, ob wir ein paar Steine da haben und dann bauen wir einfach mal um diesen hier einmal rum. Und hier den Generatorraum bzw. den Raum, wo der Strom ankommt und wo die Batterien sind, den müssen wir auch noch bauen. Ich glaube, das klingt nach einem guten Plan heute, oder? Davon. Ja. Das reicht natürlich super. Wir haben doch bestimmt noch hier... Ach. Ja, meine Schulden, die muss ich auch noch irgendwann mal begleichen. Hier haben wir noch Cobblestone und hier können wir eigentlich mal ein bisschen was ablegen wieder. 100, 100, 100, 100, 100, okay. Dann können wir ablegen diesen Cobblestone hier. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Dann können wir die Idee ablegen. Die Idee, die haben wir hier. Brauchen wir auch nicht mehr. Dann können wir ablegen. Es sind nicht direkt Möbel, aber sie kommen von der Mod. Ne, sie kommen nicht von der Mod. Sie kommen ja inzwischen von der. Von der schönen Wandmod. Möbel. Und Objekte. Passt genau drauf, sowas aber auch. So, dann kommt das nämlich hier mit dazu. Zack. Wollen wir die mal eben kurz wieder umbauen zu Stein. Ich glaube, das machen wir mal. Alles, solange ich nicht an den Maschinen bauen muss für den Strom. Und für das Grinden und für alles andere auch. Oh, nee. Da mache ich lieber unproduktiv irgendwas anderes. Und dann ist das gut. So, zum Beispiel ein paar Steine machen und dann kann man die Steine in die Steinzeugkiste packen. Guck mal, hier hätten wir auch noch... wir nehmen einfach mal mit. Wir nehmen die alle mit. Man weiß ja nie, ob wir sie gebrauchen. So, habe ich noch irgendwas im Inventar? Ja, ich habe die hier noch im Inventar. Und schon haben wir ein paar Steine. Mal gucken, vielleicht können wir sie gebrauchen. Zack, Holzfällerhaus. Habe ich Fackeln? Hier, guck mal hier, wie als wenn es gewollt wäre. So, der Boden muss raus und hier die müssen auch noch alle raus. Und es ist wieder so hell draußen, das heißt, ich sehe nichts und ihr seht doch sowieso immer nichts. Wir machen jetzt hier erstmal ein bisschen Licht. Und dann gucken wir mal. Wir müssen überall noch ein weiter, weil das 3 breit sein muss. Und das muss wahrscheinlich auch überall noch ein höher, oder? Oder was habe ich gesagt? Habe ich gesagt, ein höher? Oder lassen wir den 2 hoch? Nein, wir machen den höher, ne? Wir machen den 3x3 wie die anderen Gänge auch. Ja, guck mal hier. Da tun wir dann doch mal was völlig Unproduktives, was dann doch irgendwie ein bisschen produktiv ist. Wie laut ist denn das überhaupt? Oha, da muss ich ja wieder runterregeln. Ich sehe da schon. Ja, Linux und Audio. Ach, immer wieder ein Fest. So, dann machen wir auch nicht hier. Machen wir hier mal, zack. So. Und ich sehe schon die Spitzhacke, die ist wahrscheinlich auch gleich hinüber. Das heißt, wir müssen gleich sowieso nochmal rüberlaufen. Und dann holen wir nämlich nochmal eine Spitzhacke, eine neue.
Eieieiei, da muss ich wieder runter. Das ist ja mir hier schon zu laut. So. So, das war's dann mit der Hacke. Das heißt, wir gehen auch mal wieder rein. Mesezeug, da haben wir hier noch genug von. Komm, wir nehmen auch den normalen Mesekristall, ist völlig egal, wir haben so viel davon inzwischen. So. So. Komm, wo wir gerade dabei sind. So. Zack, zack. So. So. Das ist über. So. Auf ein neues. Zack, zack. Aber da geht's. Vielleicht machen wir noch eine weitere Travelbox hier unten irgendwo für das Lager. Und ich habe tatsächlich auch ein bisschen überlegt, vielleicht könnte man das Lager ja tatsächlich nochmal verbreitern und dann wirklich nochmal so einen Kistenring in der Mitte machen. Aber das wäre schon arg übertrieben, oder? Schauen wir mal. Erstmal machen wir hier weiter. So. Haben wir nämlich den Wartungsgang soweit schon mal fertig. Und dann können wir nämlich auch mal gucken, ob wir vielleicht doch mal ein paar Maschinen schon mal bauen. Dass wir zumindest so ein bisschen was gemacht haben, irgendwie sinnvollerweise. Aber erstmal machen wir hier das Ganze eine Nummer breiter. So geht das ja nun nicht. Warum ist das Inventar voll? Warum habe ich eigentlich so viel Scheiße dabei? Menu. Ich tue mal ein bisschen was weg. Gucken wir gleich mal, wo wir damit hingehen. So, dann haben wir nämlich hier hinten schon mal drei. Wir müssen ja überall noch sowieso einen weiter. Weil, ja, das, was jetzt hier der Stein ist, ist dann ja hinterher dann die Steinplattenverkleidung. Aber dann haben wir zumindest schon mal die Breite von dem Gang und dann ist der Rest ein bisschen einfacher. So, es wird aber wieder viel Steine geklopft heute. Ich merke das schon. Ein bisschen Sand wird auch noch weggehauen. So. Wo wir gerade dabei sind, hier muss auch noch weg. So. Dann haben wir es nämlich gleich und dann passt das dann schon. So, hier liegt Kohle rum. Die wollen wir natürlich nicht liegen lassen. Klöpfle, klöpf, 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 klöpfle, 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 klöpfle. So. Zack. Genauso spannend wie die letzten Folgen, ne? da ist eine Fackel kaputt gegangen. Der Feuerstein. Da oben. Oben da, oben in der Ecke, da steht's auch. Da steht Feuerstein. Aber hier steht. Warum steht hier nicht Fackel? Leck mich doch am Arsch. Ah, da steht Fackel. Ist das neu? Ist mir nie so aufgefallen, dass der Name von dem Jörg dann dran steht. Ist aber sinnvoll. Klingt gut. Weg. Weil dann sieht man nämlich endlich mal, wenn der Cobblestone auf dem Boden liegt, das Kopfsteinpflaster. Wenn das Kopfsteinpflaster auf dem Boden liegt, dann sieht man dann auch, dass da Kopfsteinpflaster dran steht. So. Die
Die Reihe kommen weg und dann kommt da nämlich Stone Tile. Oh, Stone Tile. Das müsste bestimmt irgendwie so Steinfliese. Da liegt die Steinfliese auf dem Boden. Oh, ich glaube, geraucht hat er auch. So. Steinfliesen an die Wand, nicht auf den Boden, sondern hier schön hin. So. Ja, muss. So. Steinfliese bis hier. Dann machen wir hier oben nämlich mit Kobbel zu. So. Da kommt eh gleich wieder. Du-du-du-du-dump. So und so und zack. Und dann einmal hier noch zu. Oh, da habe ich ein Loch noch gesehen. Das verkrafte ich nicht, wenn da ein Loch drin ist. Und ich weiß, dass da ein Loch drin ist. Da ist das Loch drin. Da würde ich nämlich jeden Tag an dieser Wand vorbeilaufen und mir denken, ja, da ist irgendwo ein Loch drin. Irgendwo wurde da geschlammt und gestümpert. Und dann machen wir nämlich erstmal den Boden. Mit Fackeln müssen wir nämlich alle an die Wand hängen dann erstmal. Die hängen wir hier erstmal alle zur Seite. Da gucken wir gleich mal, wie wir die dann schön verteilen. Nee, dahin. Gut, da hängt schon, da hängt schon, da hängt schon, da hängt schon. Da hängt schon, da hängt schon. Ah, da hinten steht noch einer auf dem Boden. So geht das ja nun nicht. Ne? Man kann sie auch an die Decke hängen, aber an der Decke müssen wir auch noch dran. Außerdem sieht das komisch aus, aber das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. So. So und so und so und so und so. Und, ja, da kann man zumachen. So. da kann man... Ich glaube nicht zumachen. Na, guck mal, da ist nämlich die Dings dahinter. Das bedeutet Folgendes. Wir machen hier mit Kobbel. Und wir machen hier. So, dann haben wir nämlich hier einen schönen Abschluss. Und dann kann man nämlich hier schön den Boden rausreißen. Gut, hat aber ordentlich einen Ausschlag, die Lautstärke. Ne? Also, aber wie gesagt, Linux und Audio. Es ist ein ewiger Krampf und bei jedem Starten ist es irgendwie anders. Wirklich jedes Mal. Immer wieder. Ja. Da haben auch die diversen Audio-Systeme, die so entwickelt wurden in der Zeit, nicht wirklich viel Abhilfe geschaffen. Also es ist einfach... Nee. Dieses eine Bild, was es da gibt, von wegen irgendwie so die Audio-Systeme von Linux auf einen Blick, das Diagramm, das stimmt zum Glück ja nicht mehr. Das ist zwar immer wieder lustig, mal zum Hernehmen, mal zu zeigen, so war es mal, aber das ist zum Glück ein bisschen einfacher geworden inzwischen, aber ich muss jedes Mal an allen möglichen Regeln am Drehen, damit irgendwie die Lautstärke so ist, wie es den Tag vorher noch war. Also so gefühlt, mehr oder weniger. Ich verstehe es auch nicht. Also es scheint anscheinend sehr kompliziert zu sein, über die diversen Systeme hinweg ein einheitliches Audiosystem zu bringen. Selbst mit Puls-Audio ist auch eher nett gemeint. Nee. Nee. Lass uns lieber über was Schönes reden. Zum Beispiel das volle Inventar. Das ist doch scheiße, sowas. So kannst du doch nicht bauen. Das geht doch nicht. Darauf erstmal einen Schluck Kakao. Haltbarer Schokodrink. Ja. Wie wir alle wissen, Schokolade, der Begriff Schokolade ist eine geschützte Bezeichnung in der Lebensmittelindustrie. Das bedeutet, alle Produkte, die den Begriff Schokolade verwenden, müssen tatsächlich auch Schokolade beinhalten. Und Schokolade definiert sich eben über Inhaltsstoffe und Verhältnisse von Inhaltsstoffen. Das bedeutet, wenn das Schokoladendrink wäre,
Marke zuhalten, wenn das Schokoladendrink wäre. Dann müssten da verschiedene Inhaltsstoffe in verschiedenen Verhältnissen drin sein, mindestens. Der Trick ist ganz einfach, du nennst das Ding einfach Schokodrink. Schoko ist nicht geschützt und du darfst reintun, was du möchtest. Total bescheuert, aber so sind die Regeln. Wir können eigentlich mal ein paar Kartoffeln kochen, denn wir sind in der Tau aufräumen. Also, ne, Schokodrink ist geschützt und ist nicht geschützt, aber Trinkschokolade zum Beispiel wäre wieder ein geschützter Begriff. Und Trinkschoko oder halt eben Schokodrink. Ich weiß von nix. Ach ja, ne? Lebensmittelindustrie und Politik, man muss jedes Wort dreimal auf die Goldwaage legen. Und dann kriegt man dreimal unterschiedliche Ergebnisse und keins von denen stimmt. So, wir können weglegen den Schraubendreher, den brauchen wir erstmal nicht. Den Replacer brauchen wir erstmal nicht. Die Axt brauchen wir erstmal nicht. Ich tue sie mal irgendwo hier rein. Die Schaufel, ja, die Schaufel, die brauchen wir wahrscheinlich gleich. Das. Wir tun mal alles hier ins Inventar. Und dann machen wir mal hier und hier und hier und hier. Dann haben wir wieder eine ganze. Ist zwar ein bisschen Verlust drin, aber ist ja schon okay. Wie gesagt, wir haben so viel Mese, was wir uns machen können. Das ist völlig egal. So. Diddlip. Zack, zack. Da hinten haben wir eine Kiste mit Zeugs. In die Zeugskiste kommt das auch rein. Ich hoffe, hier ist auch genug Zeugs drin, um die Geräte zu bauen, die wir brauchen, um die Solarpanels zu bauen. Ich habe da ja mal was vorbereitet. Es ist mit Aufwand verbunden. Definitiv. Allerdings ist die Rechnung, die ich da aufgestellt habe, nicht ganz korrekt. Vor allem in Bezug auf die Blätter. Weil ja, die Blätter, die werden hauptsächlich halt benötigt, um Öl zu machen. Das Öl brauchst du, um unverarbeitetes Paraffin zu machen. Und mit unverarbeiteten Paraffin machst du Plastik. Und mit dem Plastik machst du diese Spulen, wo du dann den Draht drauf aufwickeln kannst. Die Spulen kannst du aber jedes Mal wieder verwenden. Das heißt, du brauchst nicht für jedes Mal, wo du Spulen brauchst, neue Blätter, um dann eben das herzustellen. Von daher, das ist auf jeden Fall ein Wert, der komplett überzogen und falsch ist. Aber er ist halt rein rechnerisch. Wenn man das hat, kann man es auf jeden Fall bauen. Dazu kommt dann auch noch, du brauchst nicht immer von allen Materialien alles. Das heißt, du kriegst immer einen Teil zurück und das ist auch nicht berücksichtigt. Aber wenn du die Materialien hast, die eben in der Datei drinstehen, dann kannst du auf jeden Fall mit entsprechendem Rest natürlich das herstellen, was du halt eben ausgewählt hast. Und einmal komplett durcharbeiten mit all den Materialien, die angegeben wird, gibt ein Arrayed HV Solarpanel. Nicht berücksichtigt die ganzen Dinge, die man braucht, um die Maschinen herzustellen. Die sind da komplett außen vor gelassen. So, Sand und Glas. Hier kommt Sand rein. Hier Erde rein. Hier Ökokram rein. Das auch. Setzling. Haben wir eigentlich, guck mal, wir haben auch noch Apfelbaumsetzlinge, ganz viele. Wir könnten eigentlich den Wald auch nochmal weiter ausbauen. Ich tue sie mal hier unten hin, in der Hoffnung, dass ich das nicht vergesse, was ich wahrscheinlich sowieso werde. Aber dann ist es zumindest mal okay. So, den können wir hier mit rein tun. Da haben wir auch schon welche. Dann haben wir noch mehr Sand. Wieso haben wir so viel Sand? Die Sand da. Baked Clay. Ton. Hier beim Ton kommt der mit rein. Zack. Und Steinzeug. Die wollten wir hier erstmal mitnehmen. Wir machen hier mal kurz ein bisschen. So. 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 Ich glaube, so viel brauchen wir davon nicht. Na komm. So. Holz brauchen wir erstmal keins. Erde. Erde, sag ich, Kies brauchen wir auch erstmal keinen.
Das nehmen wir mal mit. Ganz wichtig, der Eimer. Das. Ich glaube, da haben wir es, ne? Ein paar Fackeln können wir noch machen. Ah, Bergbau. Bergbau. Da haben wir auch. Okay, da kann man den Feuerstein da mal mit zu tun, aber Kohle ist nicht, ne? Hm. Gucken wir mal, hier ist doch durchgebrannt. Naja gut, auch fast nicht durchgebrannt. Na gut, okay. Das passt schon. Können wir die Gelegenheit mal gucken. Es fehlt nur noch der eine hier, ne? Yay. Pieks, pieks, ich bin der Kaktus. Gut, genug gealbert. Hier ist die Blinky Plant. Die blinkt sogar, sehr gut. Und hier, ja, da war ja irgendwas. Ich erinnere mich dunkel, dass irgendwas nicht ging. Da wollten wir auch mal Fake-Gras... wo laufe ich denn hin? Da wollten wir auch mal Fake... Wo laufe ich denn hin? Hier laufe ich hin. Fake-Gras machen, ne? Was wir auf jeden Fall machen müssen, wir müssen von von den Platten hier welche machen. Können wir den Boden nämlich schon mal auslegen. So. Und wenn wir den Gang fertig haben, dann ist die erste Folge der Session wahrscheinlich auch schon wieder vorbei, ne? Was haben wir hier? 26 Minuten? Ja. Wir nehmen einfach mal auf und mal gucken mal, was passiert. Es wird dann wieder so eine Aufnahmesession, wo dann so 5 Folgen oder 6 Folgen rauskommen, dann ist wieder ein Monat vorbei. Ja, hier die Ecken, die müssten ja rein von der Optik hier zu. Die müssten zu und dann müsste nämlich... Ich glaube, das Schwert brauchen wir erstmal nicht. Und dann müssen wir hier nämlich Cobblestone rein, damit wir nichts verschwenden. Ich glaube, das machen wir. Das machen wir. Cobblestone. Cobblestone. So. Zu. Dann ziehen wir hier weiter Boden rein. Ich hatte doch garantiert irgendwie einen anderen Plan für diesen Gang hier hinten, oder? Das waren schon 100? Meine Güte. Ich befürchte fast, wir müssen gleich nochmal rüber ins Herrenhaus und ein bisschen von den Steinziegel, nee, Sonntags, Steinfliesen. Bodenfliesen. Da müssen wir noch welche von holen. Das wird nicht reichen, das sehe ich so schon. Oh, hier allein für den Boden schon irgendwie 1000 Stück. Jo. Immerhin gehen sie nicht verloren und es werden nicht irgendwie Pflasterstein-Dinger, wenn man sie wieder abbaut. Von daher ist egal, kann man sie auch dann irgendwie doppelt und dreifach mal setzen, das passt schon. So. Da sind die nächsten 100 auch schon wieder weg, ne? Meine Güte, und wir haben noch nicht mal die Wände gebaut. Ah, Mann, Mann, Mann. Wir kommen nicht sehr weit mit dem Material, aber dafür haben wir zum Glück genug davon. Und da müssen wir gleich nochmal gucken, wo die ganze Kohle abgeblieben ist. Und im Zweifelsfall müssen wir halt wieder einen Stack brennen und Holzkohle machen. Gucken wir gleich mal, was wir damit machen. Klopf, 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 klopf. Immerhin sind die Sprachaudiospur und die Spielaudiospur getrennt. Das heißt, ich kann die ja zum Glück dann entsprechend regeln, wie ich sie brauche. So. Die Decke, die muss ja auch noch, ne? Also selbst wenn es jetzt für die Wände reichen sollte, theoretisch,
was es definitiv nicht tun wird, aber dann bleibt doch immer noch die Decke über. Hier ist wieder irgendwie steht was aus der Wand heraus. So. So, dann muss noch weg diese Wand hier. Beziehungsweise diese Steine hier. Und dann gucken wir gleich mal im Zwischenlager oben, ob da vielleicht eventuell noch Kohle ist. Oder ob wir ein bisschen Holz mitnehmen können. Und dann machen wir gleich noch was. Beziehungsweise können wir hier eigentlich auch mal ein bisschen Kohle mitnehmen. Einfach, dafür ist sie ja da. Ja. Ist ja nicht so, dass wir hier Ressourcenmangel hätten. Ja, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Muss nur alles wieder zugebaut werden. So. Dann hat das seine Ordnung. Dann gucken wir gleich mal. Dann machen wir die Beleuchtung wieder oben an der Decke längs mit so einem Leuchtstreifen, würde ich sagen. Dass es alles, diese ganzen Technikbereiche alle irgendwie gleich sind. So. Habe ich die jetzt eigentlich schon ausgetauscht gegen Meselampen? Ich guck gleich mal. Bei Meselampen können wir uns dann ja auch gleich welche machen und dann können wir das auch schon mal entsprechend ausleuchten alles. Ach, so ein Unsinn! Tja, ich würde sagen, kann man die wieder zurückwandeln? Bin ja mal gespannt. Man kann ja Cobblestone draus machen. Ja, super. Toll. Wäre ja auch zu schön gewesen. Egal, Cobblestone haben wir hier gebrauchen. So, dann, ja, wir gucken mal eben oben. Bei der Gelegenheit kann man hier so die Reste eben noch mitnehmen. Decke muss man auch gleich nochmal gucken. Die befreien wir dann auch noch und dann schauen wir mal, wie wir das dann gemacht haben oben. Hier ist natürlich klar, wie wir das machen, aber hier ist dann zumindest, dass es einheitlich wird. Genau, alle zwei. Und dann halt eben miese Lampen und nicht das Glowglass. Heißt das eigentlich inzwischen noch Super Glow Glass? Ah, noch keine Übersetzung bekommen. Leuchteglas. So. Guck mal, hier ist. Da ist. Ach, das wollten wir eh nochmal umprogrammieren, dass die verschiedenen Blätterarten und so aufgeteilt werden. Wir lassen den mal hier. Das ist schon in Ordnung so. Herrenhaus. Rums, da ist die Tür wieder zu. Steinzeug. Nehmen wir alles mit, was wir kriegen können, ne? So. Zack. Oh. Ah. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Cobblestone. Beziehungsweise eigentlich nicht. Wir haben so viel Cobblestone. Wir nehmen den einfach mal mit. Einfach nur so für den Fall der Fälle. Hier wird es auch nichts mehr drin, genau. Hier irgendwas drin? Nee. Nee. Gucken wir hier oben nochmal. Da haben wir noch. Ne? Wir müssen nämlich einmal hier brennen. Weil wir ja für diese hier, für den inneren Bereich,
Da brauchen wir ja den normalen Stein. So. Ich fülle erstmal auf. Die Beleuchtung, die können wir nachher dann immer noch machen.